Hallo liebe Spielefreunde und natürlich auch Assassin's Creed Fans. Hier ist euer Folgen 80 mit einem weiteren Let's Play Video von mir. Und zwar das Let's Play Nummer 7. Und wir spielen immer noch Assassin's Creed Syndicate. Und wir befinden uns in der Sequenz 4, Erinnerung 3. Und die nennt sich Spiele nach Gehör. Ja, viel Spaß damit und wir starten mal die Sequenz. Los geht's! Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Ja, jetzt geht's los. Und wir fahren hinter der Kutsche. Und wir müssen die Jackdaw-Skulptur finden. Und ratet mal, wo es dahin geht. Ja. Und zwar zu einem meiner Lieblingsassassinen, Edward Kenway. Ja. Von Assassin's Creed Black Flag. Was mir persönlich am besten gefallen hat, ich habe mir einfach diese Seeschlachten geliebt. Und auch Rogue hat mir auch sehr gut gefallen. Aber Syndicate kommt fast nah dran, allein hier wegen dieser Kutschenfahrten. Und wir wollen jetzt den randalieren. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge. Wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Los geht's! Und wir haben hier eine Herausforderung zu schaffen. Alle Andenken von Kenway finden. Na, ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Das machen wir doch gleich mit. Vielleicht für den einen oder anderen, der da Probleme hat, könnte es vielleicht hilfreich sein. Aber ich denke mal, ihr schafft es alle hundertprozentig auch selbst. Ja, wir gehen jetzt hier ins Adlerauge und gehen hier mal auf Tuchfühlung. Und wir gehen einfach mal hier rein. Und da ist schon mal unser erster Gegner. Und. Hat schon wehgetan. Und hier haben wir auch schon das erste. Sieht interessant aus. Erste Andenken. Ich habe die Mission schon mal gespielt, deswegen weiß ich auch, wo ich hier überhin muss. Und dann können wir auch hier mal Schloss knacken. Haben wir hier schon mal die nächsten, nämlich die Pistolen da oben. Diese Frau ist eine wahre Sammlerin. Und hier sind dann die Schwerter. Dass die das alles behalten haben. Hier ist dann noch ein Boot. Wenn Vater das nur sehen könnte. Und dann müssen wir mal ein Stockwerk höher. Denn da ist noch viel mehr zu entdecken. Aber wir müssen auch aufpassen, denn da oben sind nämlich auch Gegner. Aber das ist ja das geringste Problem. Denn die töten wir einfach, ne? Die töten wir einfach. Schnell weg.
Und dann haben wir hier einen Schläger und... Oh, da hat uns einer gesehen. Aber null Probleme. So, und dann haben wir hier die nächste Untersuchung. Zwei Stück fehlen noch. Da muss ich schon mal gucken, wo die sind. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, die letzten zwei sind nicht mehr in meinem Köpfchen drin. Aber auf der anderen Seite ist auch noch was. Ach ja, ich glaube, da drüben ist was. Genau, hier ist der Hut. Etwas aus Edward Kenways Zeit. Jo. Und dann machen wir noch glatt. Hier müsste das letzte, glaube ich, sein. Ja. Wo ist das letzte Puzzleteil? Hier nicht. Wo war denn das letzte? Bin ich jetzt blöd? Ah, ich glaube, das war mit in dem Raum, wo wir eh rein müssen. Wenn alles täuscht. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Was haben die Templer gesehen? Etwas, das nur wir sehen. Okay, hier ist schon mal unsere Lösung. Was wir machen müssen, das Klavierrätsel ohne Falschnote abschließen. Also dat EFD. Oh nein. Also X, A, X, Y, R, F. Nicht sonderlich subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Jo, das habe ich geschafft, aber leider habe ich jetzt irgendwie die letzte übersehen. Kenways Schatz finden und los geht's. Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe. Ein versteckter Schlüssel. Was ist das?
Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Einen anderen Fluchtweg finden. Schnell hier raus. Schnell. Go, go, go. Geführt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Halt doch nicht. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Flink. Und schnell hier hoch. Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Ah, das war jetzt die Sequenz 4 Erinnerung 3. Spiele nach Gehör. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Leider habe ich alle Andenken nicht gefunden. Das finde ich jetzt sehr schade. Aber das letzte finde ich gar nicht auch noch. Ich habe es eigentlich alle gefunden gehabt. Deswegen ist es für mich nicht so dramatisch. Ja. Und das nächste Let's Play kommt auf jeden Fall. Das ist Nummer 8 mit Erinnerung 4. Und bis dahin genießt noch meine anderen Videos, wo ich noch so raushaue. Denke mal, es sind einige. Hier hinten läuft die Katze rum. Und bis zum nächsten Mal, euer Fäusen 80. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Wenn ihr möchtet, ihr müsst es nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Piep.